letzten Jahr wurde Nachhaltigkeit auch in den Kreditprozess integriert. Dabei war uns besonders wichtig, eine ganzheitliche Betrachtung sicherzustellen und die ESG-Kriterien vollumfänglich zu integrieren. Wir haben dabei den ESG-Score verwendet, der auch von den Sparkassen genutzt wird, um unsere Engagements in den Dimensionen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung zu analysieren. Magst du dazu vielleicht noch was genauer ausführen? Gerne. Mit dem ESG-Score betrachten wir zunächst eine Branche generell, also beispielsweise die Immobilienbranche. Bei größeren Finanzierungen bewerten wir den Kreditnehmenden anschließend individuell und betrachten auch das zu finanzierende Objekt. Außerdem lassen wir uns die Energieausweise unserer zu finanzierenden Immobilien zeigen, um einen Überblick unseres Bestandes zu bekommen. Somit erhalten wir eine Menge Daten im Sinne der Nachhaltigkeit. Teil des Prozesses ist ebenfalls eine Stellungnahme des ESG-Managements bei Finanzierung mit erhöhten oder auch hohen Nachhaltigkeitsrisiken. Wie sind denn dort eure bisherigen Erfahrungen? Also bei diesen zu prüfenden Engagements geben wir eine kurze Stellungnahme ab, um die Fachbereiche dann bei der Kreditentscheidung unterstützen zu können. Der Prozess läuft auch sehr gut und es hilft uns wirklich sehr, die Engagements dann zu identifizieren und dann die Unternehmen bei einer möglichen Transformation hin zu nachhaltigen Unternehmen und so auch einer nachhaltigen Gesellschaft unterstützen zu können.